Willkommen zu einer kleinen Runde Timolia 101. Ich bringe das in letzter Zeit irgendwie wieder öfter. Es macht wieder mehr Spaß. I don't know. Ich hatte eine lange Zeit echt null Bock auf Minecraft, weil Minecraft ist halt eigentlich. Das Problem mit dem Game im Moment ist, es spielen eigentlich nur noch die Schwitzer und mir ist es meistens ein Ticken zu verschwitzt für irgendeinen Solo-Game-Mode. Links Timolia ist halt so, da ist ein Fight absolut quick und dann hast du halt entweder mal einen Fight in Schwitzer oder zwei Fights in Schwitzer. Aber dann hast du auch mal irgendwie wieder gechillte Leute und das ist halt gechillt. Gechillte Leute, I guess. Ja, da ist halt letzten Endes, wenn... es ist halt eine Sache, wenn du einen verschwitzten Kampf drin hast. Ich schneide auch manchmal verschwitzte Kämpfe raus, wenn ich da einfach, wenn ich die nicht geil finde. Und dann ist es halt so, dann habe ich halt eine Minute, anderthalb rausgeschnitten. Digga, du spammst mich wirklich mit einem Bogen, der keinen Damage macht. Aber naja, wenn ich halt irgendwie irgendwas anderes spiele, keine Ahnung, BW, SW oder sowas, und ich damit nicht zufrieden bin und alles verschwitzt war, dann ist halt viel mehr Zeit weg. Digga, du bist halt auch ein Retard, oder? Perfekt, Digga. Aber naja, es ist trotzdem. Es ist halt Timolia, so, das ist es sehr entspannt, weil für andere Spielmodus brauche ich auch einen Aufnahmepartner, damit das irgendwas Geiles wird. Und bei Timolia kann ich halt einfach drauf losballern und ja, wenn es halt was wird, dann wird's was. Und wenn nicht, dann habe ich halt 10 Minuten gebraucht. Und sonst habe ich halt sehr viel länger als 10 Minuten gebraucht für eine Aufnahme. Also das sind dann normalerweise schon so 15, 20 Minuten meistens. Oder sind halt 10 bis 15. Und das ist dann halt sehr viel entspannter. Wenn ich halt da eine Trash-Aufnahme habe, habe ich halt... Wow, dann habe ich halt da eine Trash-Aufnahme. Aber wenn ich halt irgendwie 5 Runden Skywars aufnehmen muss... Also ich glaube, ich weiß, worauf wir hinaus wollten. Aachen lernen, Bubble. By the way, ich habe irgendwann mal mir angefangen anzugewöhnen, meine Klimaanlage in Aufnahmen anzulassen. Ja, Adamo, wenn ich die für eine Stunde ausmache oder sowas oder für eine halbe Stunde, ja, dann habe ich halt oftmals, ist es danach extrem warm und bis ich dann pennen gehe, kann die nicht mehr vernünftig runterkühlen. Mein Raum wärmt sich halt sehr viel schneller auf, als dass er im Endeffekt sehr viel Klimaanlage abkühlt. Digga, der Typ ist ziemlich lost, würde ich mal behaupten. Wäre jetzt so meine Vorstellung. Wenn mich doch halt mit einem Bogen, der keinen Damage macht. Digga, ich habe noch nie so das Five-Head gesehen. Ease. Was heute auch mega geil war, war bei uns in der Schule hat jeder Kurs, beziehungsweise jede Klasse, sagen wir es mal so, also jeder Tutorkurs oder jede Klasse, immer einen eigenen Aufstellplatz im Moment, wegen Corona und sowas, dass man dann halt, okay, der Typ hat, wir dürfen nicht überall essen und sowas im Moment, weil wir da ja keine Maske beitragen müssen, können. Der Typ trägt mir ziemlich awkward und was auch geil war, war, ich bin irgendwann mal mit einem Mate, bevor wir so Aufstellplätze hatten, wo wir essen durften, bin ich halt mit einem Mate einfach übers Schulgelände gegangen und ich hatte mir was beim Bäcker geholt und ein Lehrer sagt mir so, dass ich meine Maske aufsetzen soll. Digga, klar, Digga, ich esse persönlich immer mit Maske und der Typ bekommt gleich erstmal einen Report, weil, keine Ahnung, Prinzipsache schon allein. Ja, und so 10 Minuten Pause gegeben, wo wir dann auf den Schulhof kurz gehen durften und was futtern durften und sowas. Und unser Aufstellplatz da für die Pausen ist halt eigentlich Sportplatz. Da wird im Moment machen, dürfen die halt nur draußen Sport machen, weil Corona in der Halle und sowas ist scheiße. Dann aber das Problem ist, dieser komische Aufstellplatz da ist halt bei uns der Sportplatz bei meinem Kurs. Ja, Bro, spam mich mit dem Bogen, der keinen Damage macht. Wir sind uns in 18 Stunden wieder. Eine Minute, 37 Sekunden später. Bei uns war aber der ganze Schulhof leer, weil das innerhalb der Stunde war und nicht, das war halt innerhalb der Stunde und nicht in der Pause. Deswegen waren wir halt die einzigen auf dem Schulhof. Da kam aber so eine Sekretärin vorbei. Ja, ihr dürft hier nicht die Maske ausziehen. Das ist nicht euer Aufstellplatz. Und ich denke so, ey, ist doch scheißegal, wenn niemand anderes da ist, gefährden wir auch niemand. Also, wenn wir halt, egal wo wir jetzt wären, wenn niemand anderes außer uns da ist, ist ja scheißegal, wo wir unsere Masken ausziehen. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber generell, also ganz ehrlich, die Leute an meiner Schule, ich habe viele Lehrer, die getadelt sind. So viel, generell, Digga, meine halbe Schule ist irgendwie sowohl Schüler als auch Lehrer getadelt as fuck. Meine Fresse, Digga. Ach, ich habe keinen Bock mehr, Digga. Soll der zu mir kommen? Digga, das ist aber auch irgendwie sein Leben. Digga, allein der Fight jetzt gerade dauert schon wieder 200 Minuten gefühlt. So, Kollege, so einfach wird das hier jetzt geregelt. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir doch gerne mit einem Like und einem Kommi. Abonniert mich, wenn ihr es mal nicht getan habt.
aktiviert die Glocke, folgt noch meinem Twitch, da habe ich heute auch mal wieder gestreamt. Aktiviert auch da die Glocke, folgt noch meinem Instagram, da kommen ein paar geile Fotos im Moment, alle paar Tage on. Und auf meinem Twitter bekommt ihr einfach so ein bisschen Stuff aus meinem Leben mit, wie zum Beispiel ich da mitteile, dass ich müde as fuck bin, was ich im Moment bin, weil ich heute Nacht 4 Stunden gepennt habe. Also sehr wichtige Sachen, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe, glaube ich, irgendwie 8-mal gegen meinen Tisch getreten bei der Abmoderation. Das heißt, es wird wahrscheinlich immer irgendwo so ein übersteuerter Peak drin sein. Bis dahin, ciao.